geht durch den Kopf, dass wir eben jede Menge Zeit in die Entwicklung gesteckt haben und das ganze Team mit Engagement dran gearbeitet hat. Wir zig Kilometer da mit Motorrädern unterwegs waren im Motorsport und auch ganz normal auf der Straße, um zu sehen, dass es sicher funktioniert. Und jetzt geht es ja darum zu bestätigen, dass das alles richtig war. Und da ist man da aufgeregt und da kann man auch vorher nicht richtig schlafen. Also das ist halt so. E-Guard ist eine Weltneuheit am Markt und wird dafür sorgen, das Motorradfahren sicherer zu machen und Leben zu retten. Es sind sehr viele technische Parameter und die haben wir natürlich auch jeder immer mit aufgenommen bei allen unseren Probungstests. Und Beschleunigung, Lage, Geschwindigkeit über GPS sind alles so Daten, die man über viele Tage, Monate, Wochen auch mit aufzeichnen musste. Und das war schon eine große Herausforderung. Das haben wir erwartet und das hat eigentlich unsere Erwartung hier bestätigt. Wir haben sofort beim ersten Test festgestellt, dass das System, dass die Algorithmen zum Erkennen des Unfalls sicher funktionieren und darauf sind wir stolz und freuen uns. Motorradschlitten bitte fertig machen für den Crash. Motorradschlitten ist klar zum Crash. Alles klar, Achtung, es geht los. Wir haben bis jetzt in der Vergangenheit ganz viele Motorradversuche gemacht, aber so ein E-Call-System, also ein Notrufsystem, hatten wir bis jetzt noch nicht. Deswegen ist es für uns ganz spannend, das zu sehen, wie das funktioniert. Der Motorradfahrer ist relativ ungeschützt, deswegen ist er natürlich auch viel verletzlicher als ein Pkw-Insassen. Und so ein E-Call-System ist natürlich für solche Unfälle überlebenswichtig.